So, Karen, für deine Rückenmuskulatur und deine Schultermuskulatur gebe ich dir gleich zwei verschiedene Übungen. Und wir gehen wieder mit den Händen in die Tür oder das Fenster nach oben. Dann komme ich hier, ich drehe mich um, die Arme sind seitlich auseinander, ne? Siehst du das? So, ich laufe einfach nach hinten, aber ich bewege meine Arme nicht. Dann laufe ich wieder nach vorne. Dann laufe ich wieder nach hinten. Dann laufe ich wieder nach vorne. Dann laufe ich wieder nach hinten. Dann laufe ich wieder nach vorne. Dann laufe ich wieder nach hinten. Okay, das mache ich wirklich hier so oft, wie das geht, aber gezielt 10 Mal, ne? Forwards und rückwärts. Wenn das anfängt zu ziehen in der Nackenmuskulatur, ne? Dann musst du dann versuchen, die Kinn zu brusten. Oder Stopp, weil das wird zu stark. Das sieht unheimlich viel mit der Zeit, weil wir haben diese Nackenmuskulatur, Posterior Delta, Schulterblätter, Rhomboids, alles dabei. Okay,